Samstagmorgen um 9:30 Uhr, die Frau da links, das ist Sonja Enzel, die neue Jugendarbeiterin von Grabs. Und das ist das Pilz. Das habe ich gewusst, das sind die Jugendlichen einmal gewesen. Aber was geht das so ab? Ein Haufen Jugendliche sind dort gewesen. Links hat es Schöf gehabt. Bin nicht so recht rausgekommen. Läuft das etwas Landwirtschaftliches oder um was geht es da eigentlich? Bin dann freundlich begrüßt worden. Grüezi. Bist du der Chef? Ja. Was machen wir da? Wir müssen hier renovieren, umbauen und so. Also für was denn? Wegen der Chef, oder? Nein, für uns. Für, heisst für wer? Ja, für uns, die da sind halt. Grabs der Jugend? Ja. Und was machen wir nachher, wenn es umgebaut ist? Ja, da ein bisschen chillen und das Fest und so. Und aufräumen tut Sonja? Ja. Was heißt du, heiliger Stuhl? Ich habe einen heiligen Stuhl und den Stuhl in sie wegwerfen und den wird behalten. Du hast vorhin gesagt, chillen tägt, ein bisschen rumsauf und du räumst dann weg. Das stimmt natürlich nicht. Nicht? Nein. Sie wissen genau, dass sie einfach den Raum mieten können, also sozusagen das Häuschen brauchen und das ein paar Regeln hat natürlich. Und es hat jetzt eben noch Ältere da gehabt, die sind schon 23, die sind auch als 16-, 18-Jährige da gewesen und haben das genutzt. Und die würden dann als Leitungsteam einspringen, weil das ist ja ein teilautonomer Raum, ein teilautonomes Hütchen, wo dann sie eigentlich würden ein bisschen die Aufsicht übernehmen. Und bei den Minderjährigen muss natürlich eine erwachsene Person dabei sein. Also dabei sein, die Aufsicht verantwortlich haben. Boah, das ist gut eingefädelt, he? Da bist du Chefin, jetzt hast du ein paar Subchefs. Ja, das ist natürlich das Beste, oder? Weil ich sehe mich eigentlich so, dass ich möglichst viel ihnen selber überlassen möchte. Dass ich mich dann bald wieder rausnehme, damit sie eigentlich walten und tun. Und solange es mich braucht, bin ich da. Und wenn es mich nicht mehr braucht, dann habe ich gerne anders zu tun, dann kann ich noch andere Projekte machen. Du, apropos brauchen, jetzt vor einen Stuhl weggehauen, das was braucht man da? Ich will meinen Stuhl. Ich schreibe in den Chat, machen wir gar nicht, wenn ich gefilmt werde. Ja. Aha. Du hast gehört, gell? Also ist dir klar. Also, ja. Sonja ist der Chef, gell? Ja. Gut. Auf einmal holt er meinen Stuhl, hä? Eben, kennt mein Stuhl, der noch in den Container geht. Er hat mal den Stuhl weggehauen, gell? Mein Stuhl, ja. Oh, und jetzt holt er ihn wieder? Jetzt holt er ihn wieder, schlechtes Gewissen. Und was machst du so oder was hast du? Was ist das? Du, ganz viel Abfall. Oder der Häuschen hat wahnsinnig viel Abfall rundherum. Und ja, das ist alles gesegnet. Das ist alles dem ist dem noch schon lange nicht mehr gebraucht worden? Nein, ist schon lange nicht mehr gebraucht worden. Das ist jetzt eineinhalb Jahre ist jetzt niemand mehr wirklich drin gewesen. Boah. Mhm. Da geht man nie, da hinein? Ja, ich kann es dir zeigen. Ja, also es ist ein bisschen dunkel. He? Nein, geht's? Überhaupt nicht dunkel. Da hat's im Gegenteil, so eine richtig stimmige Atmosphäre zum Chillen. Ja, genau. Ja, da hinten hat es halt ein paar Sachen, die man noch machen muss. Das heisst, davor mit der Erwachsenen geredet, der Boden ist kein total ein. Und da hat es wohl Marder gehabt, die da ausgehöhlt haben. Und jetzt sind da Zimmermänner und so weiter, die würden wieder flicken. Das heisst, dein Gewicht mag es geben, aber ich darf nicht mehr hören? Nein, also wenn es 10 Leute hat, sagen sie, es geht einen Meter weit runter. Du bist zwar jetzt erst seit etwa 2 Monaten hier, gell? Ich bin jetzt eineinhalb Monate. Eineinhalb? Genau, ja. Und hast du dich mit dem schon ein bisschen beschäftigt? Also weißt du, ich meine, weißt du überhaupt, wie es überhaupt zu dem gekommen ist hier unten? Ja, also das Hütli selber weiss ich, dass es ein Arbeitshütli war. Und wie es zu dem Jugendhütli geworden ist, weiss ich einfach, weil die Jugendlichen Raum gebraucht haben. Und sie haben einfach einen Ort wollen, wo sie auch ein bisschen selber dürfen walten und tun, wo man ihnen vertraut. Wo man ihnen vertraut und sagt, schaut, ihr schmeisset den Laden und wir vertrauen euch und ihr macht das gut. Und wenn es nicht klappt, dann muss man halt wieder dahinter. Aber ja, das war ein Bedürfnis der Jugendlichen. Aber keine Jugendarbeit nicht verordnet, sondern eben das, was die Jugendlichen wollen, oder? Genau, ja. Du hast Umfragen gestartet. Weißt du, was wollen die Jugendlichen vor allem? Also, das ist klar, chillen, festen und so weiter. Endlich raus aus Corona. Mm. Was sonst noch? Sie wollen vor allem einen Ort, wo sie mal wieder laut sein dürfen. Wo sie mal sich sein und Musik hören. Und es ist oft so, in Corona-Zeit ist jetzt, eben, es ballt sich alles. Ja. Allen ist Lautstärke schnell dann zu viel. Ja. Weil alle viele sind daheim und wenn dann der Nachbar noch Musik lässt, dann ist es schnell zu viel. Und ja, sie merken das halt extrem, werden weggeschickt, werden permanent verwiesen und wollen einfach gerne jetzt wieder da Bülz, wo sie einfach mitten auf dem Land draussen keinerlei Nachbarn, außer jetzt da unten, ein bisschen weiter unten, ja, einfach können laut sein. Mein Stuhl! Was schon wieder? Jetzt steht er mit dem Stuhl da. Hey, nein, den kannst du nicht einfach auf den Tisch tun. Also den kann er jetzt weg tun, oder was? Nein, sie wollten ihn eben wegwerfen. Ich finde, den kann man eben noch restaurieren. Und weißt du, weiter unten, da ist ja die Regel Sturzenegger. Jetzt mal ungewiss gesagt, das ist eine Schulleiterin, oder? Also ja. Die bringt sicher etwas vorbei, vermute ich. Also die reklamiert sicher nicht. Also.
Also ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade, also vor allem auch er, der Mann von ihr. Franz, genau. Ich kenne ihn noch nicht. Also das war mal Ortsgemeindepräsident, ja. Da ist er jetzt nicht mehr. Jetzt ist er daheim Koch, er darf die Regeln kochen. Also schön. Ja, persönlich habe ich noch nicht kennengelernt, aber wir haben jetzt gerade Ziegel holen. Hoi. Weil ein paar Ziegel sind vom Dach weg und jetzt haben sie da noch geschaut. Und jetzt hat er uns gerade Ziegel noch geschenkt. Also, ja, Moment, also müssen wir aufpassen, was da oben passiert, oder was ist los? Ja, Nein, aber die Trägbarkeit ist wirklich auch noch ein Thema. Oh! Und da ist jetzt aber auch von den Erwachsenen, die vorher da waren. Sind das ich Zimmerleute? Zimmerleute, Handwerker, Begabte oder Bauern oder sonst, die einfach wirklich auch anpacken können und die ein bisschen draus kommen. Hey, wie bist du denn hergekommen? Du, das ist alles über Mund zu Mund. Mit der einen Kollegin, wo ich kenne von Grabs geredet, dann mit den Jugendlichen selber. Also mit der Monika, mit der Schwendin noch? Also, nein, mit einer Freundin, die ich von Grabs kenne. Einfach so. Ach so. Und die hat eine Schwester, die ist der ihrer Generation und die hat dann erzählt, ja, eigentlich hier reden, kennenlernen, erzählen in diese Richtung. Und dann natürlich über die Jugendlichen selber. Ach so. Die schon Chats haben. Und da sind Leute dahinter. Also die warten nur, bis sie endlich wieder kommen. Hey, du bist ja im Heimberg daheim, du fährst immer hin und her, hast da schon Bekanntheit. Darf man vielleicht noch ein bisschen Werbung machen? Du suchst irgendwie noch ein Häuschen. Du musst nicht so wie das Bild sein, oder? Nein, am liebsten mit einem Boden, der hebt. Und mit Ziegeln, die man nicht mehr setzen muss. Ja, ich suche ein Häuschen für meinen Freund und mich und unsere zwei Katzen, die auf dem Land ist. Vielleicht ja, man weiß nicht, gell? Also man kann sich bei dir melden. He? Genau, dass wir ein bisschen in der Nähe bleiben. Ja, dann tun wir mal bei der Arbeit ein bisschen zuschauen. Ja, genau. Gehen wir mal raus und schauen, wo die Jungs sind. Ja, damit sie etwas machen. Da. Ja. Wollen sie nicht auf dem Film sein oder dürfen sie nicht drauf sein? Oder? Ich darf schon. Dürfen sie drauf sein? Du bist doch der DJ? Ja, nein. Du hast das App organisiert, oder nicht? Was habe ich auch gesehen? Ja, das App organisiert und Musik und so weiter, oder? Ja. Hallo? Du willst Elektroinstallateur werden? Ja. Du bist genau der Richtige, um da hinten etwas in Fahrt zu bringen. Ja, tue ich auch. Auch wenn du mal draußen bist aus der Schule, bist du ja bald draußen schon. Ja, noch das, ja. Also, der Sommer komme ich raus. Und nachher bist du immer noch hier im Pilz? Ja, sehen wir dann. Sehen wir dann? Ja. Komm, jetzt gehen wir mal rein. Du sind denn hier vorher nie da gewesen? Ich nicht. Nee. Wer ist schon da gewesen? Hat man da hinten ein bisschen machen, was man will? Ja, also halt, kommt drauf an. Schon ein bisschen Gesetze beachten da. Ja schon, aber es ist niemand reklamieren gekommen, oder? Wenn ihr eine Musik laufen lassen, ein bisschen laut und Zeug und Sachen. Ja. Also die da unten wohnen, haben auch gesagt, dass wir... Ja, sind auch gut schauen, wie wir da waren. Also wer? Die Regula? Ja. Aha, hoi. Haben sie zu euch geschaut in diesem Fall? Mhm. Braucht es eben, dass wir zu euch schauen? Ja. Schon? Ja. Komm jetzt. Also, wie stellen wir euch so etwas vor hier? Musik? Du, apropos so etwas. Meitle fehlen. Sind denn Meitle mal gekommen? Ich weiss nicht, ich bin noch nie da gewesen. Aber gell, Meitle müssen wir schon noch haben, oder nicht? Von mir aus schon. Der Jan ist ja ein guter Tänzer. Du, was für Musik läuft denn da so? Was hast du so? Ja, alles. Alles Mögliche. Lass mal etwas laufen. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Chef zum Sitzen. Beim Goya, gell? Spotify geht nicht, das ist ein anderes System irgendwie. Wo? Beim Goya. Ah ja, das ist halt wieder. Das ist wieder was anderes. Ja. Hier wäre es auch noch zwei, die zu sind. Aber so wie du das machst, hey, du bist ja voll, du bist voll ein DJ. Ja, ich hätte ein bisschen wenig Akku da. Was wenig? Ein bisschen wenig Akkubatterie. Ah, aufladen. Ah, darum haben wir den Generator laufen. Ja. Läuft alles mit dem Generator. Ach so, natürlich. Oh ja, das stimmt, ein bisschen wenig Spannung dort auch, gell? Gesehen ich gerade, ja. Ja, aber alles unterheben mit dem Generator, gell? Also, Generator läuft jetzt Licht. Ja. Und über Batterie kann man mit dem Generator aufladen. Aber da läuft über Batterie. Ach so. Weil sonst tut das Licht die ganze Zeit so löscht es ab. Und... Aha. Hey, kommt sie mit der Maske an? Ja, das ist auf jeden Fall noch eindeutig gut, dass da ein Fachmann dabei ist. Ja. Das heisst mit anderen Worten, dass das Räumchen entsteht auch eben von der Jugend gestaltet und gemacht und tun. Das machen vor allem mit ihr so. Ja. Super. Hätten wir gedacht. Die anderen sind da schon ein bisschen im Chillen. Ja. Sie warten. Du, was gibt es denn da so zu trinken? Das sehen wir dann. Alkoholfrei. Ja, alkoholfrei. Boah, echt? Dario, Ella, wenn es einen Schluck. Schau jetzt. Nein, das ist der Traktor. Ja. Ich habe gemeint, jetzt kommt's. Zack und weg sind's.
Aber gell, irgendwie ist es schon lässig. So eine Art, da kann man schon ein bisschen machen, was man will, gell? Ja, ja, das ist eben schön. Ja. Was hast du jetzt für ein Programm? Nein, da ist jetzt Spotify. Spotify, ja. Ja. Ah. Das ist jetzt einfach mit Bluetooth über. Ah, so mit Bluetooth, ja. Genau, genau. Aber es hat echt zu wenig Akku. Ja, ja. Es tut nicht mehr gut. Aber da kriegst du nie, ja? Ja, einfach nur, wenn sie ladet. Aber gleich, gell? Ist ein relativ satter Bass, ist ja gut, gell? Ja, ja, wenn da voll Luft rüllst und die Batterie voll ist, ja, dann läuft das da gut. Also die Musik scheint recht gut sein. Und da kannst du jetzt mit Spotify das Zeug futtern? Ja, ich habe Spotify vom Handy und dann geht das gut. Einfach beim Gehen braucht es für das DJ-Pult, gell? Etwas anderes, ja. Da können wir es auch mit dem Handy. Ja, okay. Ja, dann ist es gut, wenn du dabei bleibst irgendwie, gell? Hast ja. Du, es ist vielleicht schon gut, wenn es auch Fachleute dabei sind und kannst ja Erfahrungen sammeln, oder? Ja, eben. Ja. Ja, da müssen wir dann nie alles noch ein bisschen neu machen, dass es so gescheit tut. Aber das ist auch lässig, gell? Wenn man so etwas ein bisschen gestalten und neu machen selber. Ja, das kommt gut. Und wenn man allein reinkommt, gell? Merkst du, sofort vibriert und so weiter, meinst du, das ganze Zeug hebt? Ja, da muss eben. Was ist da oben gedacht? Ja, einfach ein bisschen, dass man kann da oben dann vielleicht schlafen oder so. Ja, eben, gell? Und da hat es einen alten Fernseher und dort hinten noch. Ja, aber es ist immer noch lässig, gell? Ja, ist schon cool, aber halt ein paar Sofas müssen wir vielleicht noch auswechseln, weil ja, es sind ein bisschen alte Fernseher und da das Zeug rausrum. Und schauen, dass es nicht gerade Schimmel hat, gell? Ja. Du, da beim Dach hat es ab, ja, meinst du, sticht? Ja, wir hoffen es. Oder gibt es Wasserspuren da? Siehst du etwas? Nein, bis jetzt nicht. Das ist alles trocken hier. Ja, eben, gell? Ja, ja. Und die Balken machen wir eigentlich recht einen guten Eindruck. Also, ja, schon, aber ich glaube, da oben haben sie gesagt, wenn wir da. Ja? Wenn da zu viele Leute oben sind. Aha. Dann geht die Decke irgendwie ein bisschen runter. Also dann drückt es die wie ein bisschen durch. Und unten dran sieht man auch, dass der Balken so ein bisschen durchhängt. Aha. Ja, dann müssen wir vielleicht. Also halt eben da oben haben sie auch gesagt, nicht zu viele Leute reingehen. Aha, okay. Ja. Oder unten dran noch Verstrebung herwachen. Hast du irgendwie ja, so einen Querbalken? Verstärken, ja. Verstärken, genau, ja, will ich sagen. Was machst denn du mal beruflich später? Ich koche im Spital. Eben, gell? Ja. Du bist ja so schon bald draußen, gell? Ja, noch. Und meinst du, machen ihr nachher dann weiter? Weißt du, jetzt sind ihr dann, die meisten, die jetzt da sind, sind nachher draußen aus der Schule dann? Ja, eigentlich alle außer einen. Ja. Und machen dann nachher weiter, meinst du? Ja, ich denke schon, wenn wir das jetzt stand kriegen, dass ein bisschen gut ist da, das, dann denken wir schon, dass wir da noch ein bisschen herkommen, weil es ist ja dann auch, wir haben das gemacht, und dann, also halt renoviert und dann kann man auch da hergehen und dann denken, ja gut. Ja sicher, ein Stromer, ein Kochen, ein Haufen andere, gell? Das ja, ist ja, super. Dann haben wir alles da. Noch ein paar neue Polster und dann haut das da wieder in die Bühne. Ja, ja. Ich bin eine Art Skrupelhausraum. Du bist jetzt auch fertig, gell, mit der Schule? Ja. So, dann machst du Mauer. Ja. Aber auch du kommst noch dann weiter, ein bisschen da. Ja, ja. Eben, gell? So machen wir es ja. Eben, gell? Du, was haben wir bis jetzt gemacht? Wo sind wir bis jetzt hergegangen? Ja, eine Art mehr, ein bisschen bei der Planung und bei der Überlegung. Aha, ja. Wir haben uns ein bisschen überlegt, was alles ausgeräumt werden sollte. Ja, ja, ja. Und jetzt setzen wir es um. Und wo sind denn die Jugendlichen jetzt hergegangen? Weißt du, jetzt da, haben sie nicht gehen? Viel daheim oder von außen noch. Ja. Also in schönem Wetter sind wir viel von außen. Ja. Oder? Ja. Ja, ja, super, hä? Kann man ja nicht viel machen. Genau. Ja, da haben wir echt. Weißt du, das habe ich aber schon mal gedacht. Hm? Ob wir nicht sollten gescheiter ein Uhuren Loch rausschöpfen irgendwo. Die Scheiße reinkriegen und wieder zudecken. Was? Ja, der Dreck, der dort vorne ist. Ja. Könnten wir ja nicht einfach ein riesiges Loch irgendwo versenken, ja? Theoretisch schon, ja. Ich glaube, da bei der Grille über die Tür steht. Also das... Weil das da, da muss ja dann auch alles weg. Ja. Ich weiss ja so nicht, wohin mit dem. Ich könnte eigentlich da. Aber da komme ich mit dem Traktor nicht gut dazu. Ja, du kannst raus und... Auf jeden Fall, das Gebiet ist schon super da, gell? Ja, ja, es ist perfekt da. Einer. Wir stören niemanden. Genau. Und wir können da, ja, uns sein, wie wir sind.
Und dann eben, kannst bröteln, kannst chillen, kannst machen. Gell? Ja. Von dem her gesehen super, gell? Ja. Woher kommt es das? Dort hinten, dass man das Zeug rüberwerfen kann. Aha. Ziehen wir nicht die Straße, ja, kommen wir da rein. Und Mist. Oh, jetzt gehen wir weit zum Kreisplatz. Das war alles ein Anbau einmal. Aha. Da ist hier so aussen gestanden mit Flachen und so, aber da ist alles zusammengekriegt. Aha. Und unten hin ist nur noch da, da ist alles mordsfull gewesen. Aha. Also wenn ich es gelobt habe, mit dem Brandlader die Hälfte ist wieder zusammengekriegt, da ist alles cool. Darum haben wir es gerade genommen und vorgeworfen. Jetzt drücke ich da so drin. Oben da? Ja. Den Dreck nehmen wir hier weg. Und hier die Führung und nachher tun wir dort, wo der Traktor jetzt steht, tun wir es auffüllen, dass es ein bisschen eben wird. Woher habt ihr denn die Ideen? Ja, selber ein bisschen. Dass, wenn man denkt, ja, was man mit dem vorigen Dreck machen könnte, dann denkt man, ja, man könnte es so auffüllen, dann, aha, dass man nicht weg muss tun. Was suchst du? Ah, schau, da sind sie. Abfallsäcke, gell? Halleluja, ja, genau. Du, von da braucht man es. Er hat sie gefunden? Nein, da auf der Seite. Aha. Du, Dario? Ja, die haben ja noch deine Nüsse von mir. Entschuldigung. Du, gell? Könnten noch Menschen drin sein? Ja. Du musst rasch rufen, gell? Ja. Ich wäre auch noch drin gewesen, ja, wenn ich noch. Ja, also, du kannst es mal auf den Tisch. Er macht doch nicht. Ja. Sind das nicht steckt? Aber so eine, alles in allem wirklich ein super Auto. Mega. Ja. Also, ich finde ihn auch genial, oder? Ja. Weil es ist eine Hütte, die steht. Genau. Die man kann nutzen. Weißt du, was haben wir gesagt? Die Stege, die sollte man noch etwas anders machen. Hier. Ja, im Fall, die ist echt ein bisschen gefährlich. Also, rauf geht gut, aber runter drückt es. Ist so, ja. Das könnte man wirklich vielleicht auch mal machen. Genau, gut. Wenn jemand da ein bisschen lustig ist. Ja, cool, hey! Super! Und Polstergruppen sind auch gesucht, scheint es? Genau, oh ja, falls Polstergruppen umeinander sind, die am besten halt Kunstgläder, okay, cool, etwas, das man putzen kann, ja, dann gerne her damit. Super! Und schauen wir, ob sie passt. Und alle, die wollen helfen, auch her damit. Und wer? Und alle, die wollen helfen, auch her damit. Alle, die wollen helfen, es ist vor allem. Die Jugendhütte ist eigentlich für Jugendliche über 16. Genau. Und darum, wenn ihr über 16 seid, von Krebs umeinander seid, dann meldet euch. Weil das ist ein Ort, wo ihr hin dürft, wo ihr könnt, wo ihr mieten könnt. Und Party
feiern. Und ist noch bei der ganzen Grenze? Wenn es jetzt Gamsen sind, geht auch, gell? Natürlich. Kein also, Problem. Es ist vorwiegend für Krebser, aber man ist sich so näher. Also, okay. Da sollen alle kommen, die ja, wo Lust haben. Riesiges Engagement, gell? Ja, genau. Du, hey, weißt du was? Wow. Ja. Sag ich doch, Stegen, sag ich doch! Darf ich einen Tipp geben? Ja, jemand bleibt unten und die anderen werfen es oben ab. Oder zwei sind Dario, unten, zwei sind oben. Ich werde zwei oben, zwei unten, weil sonst sind da alle oben. Das macht nichts. Oh, 13 was sollen wir unten machen? Ja, auch nicht, weißt du? Kannst ja du auf halbem Weg. Ja, da ja, wenn er das schafft. Also wenn ich jetzt unten nicht stehen, dann kann sie werfen. Ja, ja. Hast du recht. Du, hat er ein gewisses System, was er auch benennt? Nein, eigentlich nicht. Nee. Also einfach so, weißt du, schwer. Er tut nicht mehr. Ja, vor allem ist er schwer. Einfach alles, was man nicht brauchen kann, wenn er ja, das ist das alte Zeug. Ach du! Da, wo man nicht brauchen kann, aus dem Weg. Aus dem Weg. Nein, der läuft. Da geht's schon. Ich muss ihn perfekt richten, das ist schön auf der Daria. Also mit anderen Worten, oben könnte man wirklich schlafen, gell? Da könnte man schlafen, da oben, nicht? Das ist ja gedacht, ne? Das ist eigentlich auch zum Schlafen. Genau. Weiß ich nicht. Also, neue Matratze werden noch gesucht. Wow, super. Oh, Scheiße, das ist jetzt offen. Ja, da kann man nur sagen, ein riesiges Engagement. Mobil machen heisst ja, für etwas oder gegen etwas wirkliche Anstrengung unternehmen. Da kann man nur sagen, die Krebser Jugend macht mobil und wo geht's los? Also Achtung, fertig gross oder eben Achtung, fertig Pülz. Ja. Und wir gehen sicher wieder vorbei ins Pülz, wenn es dann mal fertig ist und schauen, was dort die Jugendlichen machen. Ich mag das gerne. An einem Ort, wo sie wirklich sich selber sein können, wo sie sich ausleben können, eben jung sein, jugendlich sein. Pülz. Anders kann man es fast nicht sagen. Das wird sicher das Synonym von Freiheit, von Jugend, eben Pülz.